machen wir mal ein bisschen mit Saal wieder rum. Und zwar geht es hier um diese kleine Kiste, die hier in der Ecke steht. Momentan ist so, die Truhe ist jetzt hier offen. Dann habe ich hier ein Bildchen, die Truhe ist geschlossen. Und dann die Truhe ist geöffnet. Ich werde jetzt den Deckel mal in die andere Richtung aufgehen lassen. Und zwar nicht nach, praktisch nach vorne, sondern zur Seite weg. So, dann machen wir hier einen neuen Ordner auf. Truhe, Deckel offen. Rechts, so. Machen da jetzt einen neuen Layer auf. Ränzung, so. Nehmen wir schwarz für die Ränder. So, machen wir ein bisschen rein. Richtige Pinselstärke. 3, war das 3? Schauen wir mal, ob das von der Dicke her passt. Ja, das kann man lassen. So. Also gut. Dann malen wir mal ein bisschen. So. Und mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Erstmal die Umrandung malen. Ungefähr die Dimension behalten, dass es passt. Also ich bin hier noch am Trainieren, ne? Also es ist noch alles sehr rudimentär, was ich hier fabriziere. Es ist jetzt kein Machtwerk, aber für die Testerei, die ich hier veranstalte, ist es momentan ausreichend. So, auf jeden Fall haben wir jetzt mal die Begrenzung. Machen wir mal die Truhe selber und mal weg, dass ich auch sehe, wo ich da rummal. Die Begrenzung ist schon mal da. So, der Rand ist da, nehmen wir noch ein Radiergummi. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail rein. So, radieren wir mal. Also wie gesagt, ich will es jetzt hier auch nicht hundertprozentig machen, sondern einfach mal ein bisschen, ja. Wie gesagt, es ist nur ein Trainingsraum und das hier ist jetzt bloß Übung. Aber ich mag schon, je öfter ich irgendwas zeichne, umso besser wird das Ganze. Ist halt alles noch nicht so, wie es sein sollte. Jemand, der das natürlich kann oder mehr Übung in der ganzen Sache hat, wird hier weitaus mehr rausholen als ich, ganz klar. Aber gerade so hier für diesen Test passt es. So, zoomen wir mal wieder raus. Ich sage jetzt, der Deckel ist jetzt mit der Umrandung fertig. So, die Truhe mal wieder herholen. Holen wir uns mal die Farbe von der Truhe, dieses Braun hier. Gehen hier in unseren offenen Deckel rechts rein und machen mal hier die Farbe. So, nehmen wir wieder Pinsel, machen wir ein bisschen größer. Kritzeln das hier jetzt mal voll. Nochmal die Truhe von vorher verschwinden. Zack. So. Genau. Zack, zack, zack. Und lassen die Begrenzung bzw. die Farbe hinter Begrenzung verschwinden. Nehmen wir so ein Radiergummi. So. Ein bisschen größer Radiergummi, so ungefähr. Und radieren mal den Überschuss weg. Hätte ich jetzt auch ein bisschen sauberer malen können. Aber ja. So, jetzt wollen wir kurz gucken. Holen wir die Truhe nochmal zurück. Jetzt haben wir hier noch so eine Bordüre. Rein theoretisch könnte man das hier eigentlich auch wegradieren. Und machen wir den Radierer einen Ticken größer. So, ja. Also jetzt gehen wir mal machen den Rand hier weg, dass wir ein bisschen
Farbspiel mit drin haben. Hier oben auch. Genau. Also ich verzichte auch momentan komplett auf Schattierung oder so, weil das einfach noch ein bisschen mit den Aspektratio und dem ganzen Spaß noch ein bisschen zu kompliziert für mich ist und ich mich wahrscheinlich da verwerkeln würde. Und wegen dem spare ich mir das momentan. Sondern machen wir hier nochmal auf Farbe Rand. Tippen nochmal die dunkle Farbe raus. Gehen wieder auf Pinsel. Wir sind jetzt wieder auf Farbe Randlayer, genau. Ja. Und hier mal drüber. Also an sich male ich auch mit Absicht über die Ränder drüber, um einfach, wenn ihr seht ja auch hier die Pixel, die sind stellenweise transparent, dass auch diese transparenten Dinge dann unterlegt werden, die Farben vom Rand und der Farbe selbst nachher überlaufen oder in sich verlaufen. Und dann gibt es einen schönen Abschluss. Wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Spielerei und Testerei bei mir. Und noch nichts hundertprozentiges. Aber ich denke mal, durch solche Sachen, wenn man klein anfängt, kommt man auch Schritt für Schritt dahinter, wie die ganze Sache funktioniert. So, na, runter, runter, runter. Ja. Und hoch, halt, da unten sind ja auch noch Sachen. So. Und oben noch ein bisschen. So, dann zoomen wir raus. Gut. So. Wo sind die ganzen Deckel? Hier, Truhe geschlossen. Truhe offen. Geschlossen. Ah, und jetzt ist der andere Deckel nochmal. Ne? Geschlossen, offen. Ich kann auch beide anzeigen, dann überlappen sie sich. Ne? So. Gut. Dann möchte ich in die Truhe noch einen Stapel Holz haben. Mache ich hier mal Holzstapel. Und darin mache ich einen neuen Layer auf. Und den nenne ich auch mit der Begrenzung. So, und dann nehme ich wieder den Schwarz und dann gehen wir mal hier rein, machen wir auf 2 und so. Jetzt machen wir hier so ein, haben wir richtig so, wir haben noch ein Dings drin gehabt, den Radierer. So, und dann lassen wir hier so ein bisschen das Holz rausgucken. Normalerweise würde jetzt hier kein Holz rausgucken, weil sonst wäre ein bisschen doof. Dass hier jetzt Holz rausguckt, dürfte natürlich nicht sein, weil die Kiste würde ja sonst nicht zugehen. Aber in unserem Falle tut es das jetzt und wir akzeptieren das jetzt einfach als Tatsache. So, hier noch ein bisschen Holz. Kann da hinten noch eins liegen. Da liegt hier noch eins gerade nach oben. Hier noch eins hin. So, hier noch eins, oder? Hm? Ja. Ein bisschen größeres. So. Können wir natürlich noch ein bisschen schöner machen, aber das ist jetzt okay. So. Den Holzscheiteln geben wir natürlich auch noch eine Farbe. Farbe. Dann nehmen wir einfach als Kontrast wieder das hellere. Wo ist der Tipper? Da. Ja. Ein bisschen heller. So. So ungefähr. Ja. So. So. Ein bisschen größere Pinsel. Und jetzt mache ich die Dinger einfach an.
Also theoretisch könnte ich jetzt hier auch die Box noch in verschiedene Layer unterteilen, also sprich einen vorderen Teil, also vorderen Teil, der zu uns gerichtet ist mit der Box, dann hier ausschneiden und den hinteren Teil der Box nutzen und die ganze Sache dann nochmal übereinander layern lassen, um noch einen besseren ja, Effekt der Optik hinzubekommen. Aber hier lassen wir das mal. Das ist schon einiges, schon relativ gut ausgezeichnet hier. Hier noch ein bisschen wegradieren. Ja, lass mal gelten. Hier kann man den Rand noch wegmachen, dass man die Kiste noch sieht. Siehst du, guck hier. Und dann könnte ich jetzt theoretisch die Holzscheitel separat zeichnen und hinter diese Wand setzen. Und sie würden praktisch hundertprozentig hier hinter verschwinden. Und ich müsste jetzt hier nochmal nachmalen. Aber das tut's. So, speichern wir mal. So, dann schauen wir mal. Also sagen wir mal, die Kiste ist geschlossen. Truhe geschlossen, dann sieht es so aus. Ja. Dann machen wir den Deckel auf. Und dann würde es so aussehen. Dann nehmen wir das Holz raus und schubst das Holz weg. Machen wir die Kiste wieder zu. Halt der falsche Deckel. Dann müssen wir es so machen. Nein, wo ist ein Deckel geschlossen hier? Na, Deckel geschlossen, Deckel offen mit Holz. Holz rausnehmen. That's it. Und ja, so kann man jetzt die Objekte dann nachher in einem Spiel oder ähnlichem verwenden. Dasselbe klappt auch mit anderen Gegenständen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, da muss ich an dem Korb muss ich noch arbeiten. Da habe ich vergessen, den Hintergrund zu setzen. Und hier habe ich die Äpfel zum Beispiel separat drin. Da kannst du den Äpfel rausnehmen. Was ich aber vergessen habe vor lauter Äpfel, hier die Korbumrandung hinten noch zu zeichnen. Kommt noch, ne? So, okay, das ist als Beispiel. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was gebracht. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.